So, hallo ihr Lieben, da bin ich jetzt mal mit dem nächsten Video. Ich habe es endlich mal geschafft, mich mit diesem ganzen Thema des, ja, wie soll man es nennen, dieses Solar-Joule-Tief-Lichtsteuerungsthema noch mal ein bisschen zu widmen. Ich habe jetzt hier einfach mal einen etwas größeren Aufbau gewählt. Wie gesagt, ihr werdet es auch gleich sehen, das geht wesentlich kleiner. Bloß ich habe jetzt einfach hier mal die Lust gehabt, diesen großen 2000 Farad Kondensator zu verbauen. Das Problem ist, leider ist diese Firma kurz nachdem ich den gekauft habe, pleite gegangen. Das heißt, dieselben Kondensatoren, die kosten jetzt, ich weiß gar nicht, das 3- oder 4-fache mehr. Also es ist uninteressant geworden. Und deswegen hatte ich den jetzt einzeln rumfliegen und dachte mir, tolle Wurst, was willst du denn mit 2,7 Volt machen? Da kannst du ja im Endeffekt einfach nur, ich sag mal, deine Joule-Tief-Experimente, ja, ausbauen, sage ich jetzt mal. Und das habe ich dann auch hier gemacht. Und deswegen habe ich jetzt endlich mich mal entschieden, den mal einzubauen, weil der lacht die ganze Zeit rum und das war ein bisschen ärgerlich. Also, was haben wir hier gemacht? Oder vielmehr, was habe ich hier gemacht? Ihr seht es hier, ich habe Solarzellen angebaut. Das sind 2 Stück. Ich weiß gar nicht, irgendwie 100 mA hat eine, also 200 im Idealfall denn zusammen. Und 3 Volt, muss ich mal gucken, 2, 4, 6, genau, 3 Volt sind das dann im Idealfall, die rauskommen. Und ihr seht, wir haben hier 2,7 Volt. Von der Sache her dürfte nichts passieren, weil ich habe hier noch zusätzlich eine Diode eingebaut. Das heißt, von diesen 3 Volt gehen nochmal automatisch 0,5 Volt runter. Das heißt, wir werden diese 2,7 niemals erreichen, egal was passiert. Dadurch, dass das ein 2000 Farad Kondensator ist, wird es sowieso Ewigkeiten dauern. Also ich befürchte sowieso nicht, dass diese kleinen Solarzellen das hinkriegen. Also, ihr seht es hier, wir haben hier so eine ganz normale LED eingebaut, eine 3,2 Volt und 20 mA LED, konkav. Wir haben hier hinten dran einen kleinen Fotowiderstand und ja, das Ganze, wie ihr euch das mit Sicherheit denken könnt, ist natürlich so jetzt von mir gedacht, dass halt entsprechend bei Dunkelheit die Schaltung automatisch angehen soll und bei einer Helligkeit auch wieder ausgehen soll. Halt wie das bei so einer, ich sage es mal, normalen Garten-LED-Lampe, die man halt so kaufen kann, im Prinzip auch der Fall ist. Nur, dass man halt hier mit Superkondensatoren arbeitet, die haben ja eine Ladezeit, also sprich eine Wiederaufladerate, die ist ja jenseits von Gut und Böse, da kommt kein Akku derzeit ran. Und von der Sache her dürften diese Schaltungen mit, ich sage es mal, Abstand ewig laufen, wenn jetzt nicht Rost und irgendwelche anderen Witterungseinflüsse die Schaltung vorher zerstören. Gucken wir einfach mal rein, weil der Kasten, der ist ziemlich cool gemacht, denn, tada, boing. So, das sieht jetzt erstmal irre wüst aus für euch. Ich werde euch mal gerade ein bisschen hier nach oben entführen in die Vogelperspektive, sodass man das erstmal ein bisschen auf sich sacken lassen kann. Also wir sehen hier, das sind die Löcher für die Solarzellen. Ich habe es auch hier überall nochmal angeschrieben, plus und minus, Solar 3 Volt. Das wird dann hier quasi in diese Lüsterklemme gebündelt. Hier seht ihr diese eine Diode, die halt, was ich eben schon sagte, ungefähr 0,5 Volt von diesen 3 Volt nochmal wegnimmt, sodass wir also niemals die vollen 3 Volt erreichen werden, also auch den Kondensator im schlimmsten Fall niemals überladen können. So. Hier ist die Klemme für den Kondensator. Ihr seht es auch hier, ist der Pluspol und hier der Minuspol. Das ist dann im Endeffekt hier dieses schwarze Kabel, was halt hier so ein bisschen rausguckt. Dann habe ich jetzt hier einen Luftspulen, Ring, sage ich jetzt mal, gewickelt, weil einfach die Dinger nicht featchen. Also zumindest für das menschliche Ohr oder für mein Ohr definitiv nicht hörbar. Ich habe es in verschiedenen Voltzahlen mal ausprobiert und so weiter. Ich habe nie ein einziges Mal ein Featchen vernommen und das ist auch ziemlich cool. Und ich habe jetzt hier Bifilar gewickelt mit 0,15er Draht und 0,4er Draht, jeweils 100 Windung. Wie gesagt, es geht aber auch hier viele verschiedene Drahtstärken. Also es geht 0,2er Draht, es geht hier auch 0,3er oder sowas. Ihr könnt auch miteinander tauschen. Wie gesagt, das ist relativ egal. Da müsst ihr das jetzt hier nicht auf die Goldwaage legen. Ja, die Spulenausgänge, die gehen hier in diese 3er Lüsterklemme rein. Das heißt, ja gut, da habe ich jetzt Heißhand drüber geklatscht. Die linke, das ist nachher die Triggerspule, sage ich jetzt einfach mal, und die rechte, ich zeige euch auch gleich noch den Schaltplan, das ist dann der Pluspol und hier in der Mitte, das ist dann der Kollektoranschluss für den kleinen Transistor, diesen BC547C. Wir sehen hier, da könnt ihr auf jeden Fall rumexperimentieren. Ich habe jetzt hier einfach zwei, das sind sogar 680 Ohm Widerstände, dann passt das mit diesen 1200 Ohm gar nicht,
Genau, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Aber wie gesagt, im Endeffekt, ihr könnt hier experimentieren. Es geht wahrscheinlich genauso gut mit 5000 Ohm Widerstand oder vielmehr 5K Widerstand. Es gehen 180 Ohm. Nur weniger würde ich jetzt an eurer Stelle nicht machen, weil das heißt, die Schaltung würde dann auch wesentlich mehr Strom fressen. Ihr könnt euch natürlich immer so an 680 bis 4000 Ohm auf jeden Fall orientieren. Also so in diesem Bereich sollte das schon liegen. Wenn er mehr nimmt, das könnt ihr natürlich auch machen. Dann hat allerdings die LED so ein paar kleine, ja, Leuchtkrafteinbußen. Von der Sache her wird es dann halt immer dunkler. Das ist dann nicht mehr so empfehlenswert. Ja. Genau, der Kollektor, das ist hier so ein bisschen versteckt. Der Kollektor, der kriegt einmal seinen Saft hier von der Spule und geht dann natürlich weiter zur LED. Das habe ich jetzt nochmal mit Plus und Minus markiert, deswegen auch meine Farbe Rot für Plus und Schwarz für Minus. Und der Minus von der LED kommt natürlich hier auch vom Emitter des Transistors. So, für die ganze Lichtsteuerung, da habe ich eine ganz einfache Geschichte gewählt. Das habe ich jetzt hier in Highslam eingedüselt. Das seht ihr gleich auf dem Schaltplan wesentlich besser. Und im Endeffekt ist es so, die Solarzellen, die hier kommen oder vielmehr liegen, die speisen den Kondensator. Also die laden quasi hier rüber dann den Kondensator auf. Und dann geht von dem, sag mal schnell, von dem Kondensator aus, geht die Spannung erst hier in diese Lichtschaltung rein. Zeige ich euch gleich auf dem Schaltplan. Und diese Lichtschaltung, die gibt dann quasi erst Feuer frei auf den Joule-Tief. Und diese Joule-Tief natürlich betreibt in dem Fall jetzt die LED. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu dem bestimmt heiß ersehnten Schaltplan. Ich habe es jetzt mal einigermaßen so gemacht, wie ich ihn hier auch hier verbaut habe. Also wie gesagt, Bifila 15er und 04er Draht, 100 Windungen jeweils. Da könnt ihr auf jeden Fall flexibel sein. Beim Joule-Tief, wie gesagt, ihr solltet es ja wissen, dass man da das Spulenende der einen Spule mit dem Spulenanfang der anderen Spule verbindet. Dadurch, dass ich hier 0,15er Draht genommen habe für meinen Trigger und 0,4er für meinen Power, kann ich das also ganz gut auseinanderklamüsern, was was ist. Dadurch, dass ich meine Spulenanfänge immer kurz mache, was ich euch ja auch schon in anderen Videos gesagt habe, und meine Spulenenden immer lang lasse, kann ich das also auch super gut auseinanderklamüsern. Und deswegen ist es halt hier so, einmal ein dünnes Kabel und einmal ein dickes Kabel. Das wird dann zusammengedrüselt. Also das dicke ist dann als Beispiel jetzt das Spulenende und das dünne wäre jetzt von der Triggerspule das Spulenanfang, also das kurze. Oder halt umgedreht, wie auch immer. Das könnt ihr euch dann ja aussuchen. Also ein dünnes wird dann halt hier, ja, geht zur Basissteuerung des Transistors für diesen Joule-Tief. Deswegen hier mit dieser Widerstandsgeschichte habe ich euch ja schon mal erzählt. Da könnt ihr ein bisschen experimentieren. BC547C NPN geht natürlich eine ganze Reihe anderer Transistoren. Es geht auch ein 3550. Wie gesagt, da könnt ihr mal ein bisschen experimentieren. Zu der LED, ja, gut, brauche ich jetzt nicht viel dazu sagen. Das ist dieser fette Superkondensator, 2,7 Volt, 2000 Farad. Es geht natürlich auch eine ganze Reihe anderer Kondensatoren. Ihr könnt natürlich auch genauso gut hier diese, wo bist du, Kollege, da. Ihr könnt natürlich auch diese Goldcaps hier nehmen mit 2,3 Volt und 22 Farad. Geht genauso gut. Hat halt dann den Nachteil, dass der dann ungefähr erfahrungsgemäß, je nachdem, was ihr halt hier für einen Vorwiderstand genommen habt und was hier für eine LED dran hängt, ungefähr so eine Stunde, höchstens zwei bei voller Kondensatorladung läuft. So, genau, also das ist dann das. Das ist jetzt hier die beiden Solarzellen mit der Diode, die halt diesen Kondensator laden. Und das ist jetzt die besagte Lichtsteuerung, die ist relativ simpel. Also ihr nehmt einmal da, wo ihr auch quasi Plus auf eure Spulen gibt, da kommt jetzt hier nochmal dieser 44 Kiloohm dran, Widerstand rein. Ich habe jetzt einfach zwei 22 Kiloohm genommen. Ihr könnt hier aber auch experimentieren. Es geht natürlich in 22 Kiloohm, es geht natürlich auch in 100 Kiloohm. Über diesen Widerstand stellt ihr im Prinzip, sage ich es mal, die in Anführungszeichen Uhrzeit ein, wann dieser Joule-Tief, wann diese LED vielmehr angeht. Das heißt, je größer dieser Widerstand ist, dieser Wert ist, desto dunkler muss es sein, damit das angeht. Also man kann das auch wirklich so einstellen, dass es bei absolute Dunkelheit erst angeht, ist natürlich immer so eine Sache. Ihr wisst genau, man hat selten absolute Dunkelheit in der heutigen Zeit zum Beispiel. Deswegen 22 Kiloohm war für mein Empfinden ein bisschen wenig und 44 Kiloohm ist eigentlich ziemlich ausreichend. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen.
Ja, wie gesagt, diese 44 Kiloohm, die gehen jetzt in dem Fall an die Basis, auch wieder von dem BC547C NPN-Transistor. Gleichzeitig geht es hier weiter zu einem Photowiderstand. Die habt ihr in meinen anderen Videos auch schon öfters mal gesehen. Das ist jetzt in dem Fall 150 Volt und 90 Milliwatt Photowiderstand. Die gibt es bei Polin zum Beispiel. Und der wiederum geht mit seinen Arsch auf Deutsch gesagt an den Minuspol von den fetten Kondensator ran. So, und jetzt ist es so, der Kollektorausgang von dem BC547C, der geht an den Emitter von der, ich sage jetzt mal, Joule-Tiefschaltung. Genau, der Kollektor. Und der Emitter, der kriegt hier in dem Fall sein Minus ebenfalls von dem fetten Kondensator. Das heißt, genau, hier ist dann die Hauptstromleitung in Anführungszeichen. So ist das Ganze zu verstehen. Wie gesagt, man kann das natürlich auch mit so einer Darlington-Schaltung, das ist dann nochmal ein bisschen sensibler, kann man alles machen, aber mit einem einfachen BC547C ist es absolut, absolut ausreichend. Hier habt ihr nochmal den Schaltplan für euch. Ich halte noch einmal ganz still. Ich filme auch aktuell mit 60 Frames per Second, also wenn das hier irgendjemand mal interessiert. Deswegen, so, ich glaube, jetzt hat jeder den Schaltplan. Ach so, genau, richtig. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. 62 mm Spulendurchmesser ungefähr. Wie gesagt, also ich habe viele verschiedene Spulen ausprobiert. Angefangen übrigens, ich weiß gar nicht, habe ich euch den schon mal gezeigt? Angefangen habe ich hier mal mit so einer Solarzelle hier, aus so einer Dödellampe hier, aus so einer, ne, hier auch für den Garten, diese LEDs. Die habe ich mir rausgebastelt. Und da habe ich hier die Spule, habe ich hier einfach um diesen Kondensator rumgewickelt. Und dann ist das das gleiche Prinzip wie hier auch, was ihr hier seht, nur halt, wie gesagt, nicht mit so einem fetten Kondensator. Und wo habe ich den Phototransistor? Genau hier seht ihr den. Da ist der Phototransistor hier oben drauf. Genau, wenn ich den jetzt zuhalte, dann leuchtet die LED. Ne? Also man kann das ganze Ding auch ziemlich, ziemlich klein bauen. Also das ist hier sehr, sehr kompakt, sehr handlich. Sieht halt auch ein bisschen speziell aus. Hier kann man dann die Solarzelle so ein bisschen einstellen. Naja, damit habe ich angefangen und das Ganze wollte ich halt in etwas schön, in etwas groß mal aufbauen, dass man es halt auch mal vorführen kann, mal zeigen kann. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt kein Flaggscheinwerfer. Ist natürlich nur eine einzelne 3,2 Volt, 20 Milliwatt LED. Ja, Fokus kriegt es jetzt auch nicht gerade scharf. Ja, wie gesagt, ist im Endeffekt wie so eine Garten-LED-Lampe in Anführungszeichen. So, balum, balum. Ja, ernten kann ich jetzt hier auch. Ihr seht schon. Ist quasi bis unter das Dach schon gewachsen. Hier mache ich jetzt mal so ein bisschen ein Experiment mit so einer ganz normalen Dödel-LED. Hier habe ich neu eingesät. Das ist auch schon soweit. Das ist auch schon wieder soweit. Und hier habe ich jetzt mal Gerste angepflanzt. Ich weiß gar nicht, irgendein YouTuber hat mir das mal als Kommentar drunter gesetzt, von wegen bei der nächsten Ernteversuch mal Gerste. Die wäre wohl noch ein bisschen, ja, ich sage es mal, vitaminreicher und spurenelementereicher. Und da habe ich das jetzt mal hier ausprobiert. Also die Erde habe ich jetzt nochmal komplett neu gemacht. Da habe ich auch diese Kokoserde genommen, diese, die ihr halt immer so in diesen Packen kriegt, hier, die ihr so für 2 € kaufen könnt, wo du halt einen Haufen Wasser drauf machen musst, dann quellen die richtig auf. Und ja, werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Aber gut, anderes Thema. Jetzt habt ihr hier auch mal den Schaltplan dazu. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.